Hallo meine Lieben, ich bin Adel der Reisende und ich lebe in meinem Camper mit meinen zwei Hunden, Gotti und Batti. Ja, das sind die zwei, die laufen mir immer hinterher, da kriege ich die immer so schwer aufs Video. Und wir sind noch immer natürlich auf Kreta. Und heute sind wir an einer ganz anderen Stelle und zwar mal wieder etwas grüner hier. Hier wachsen Oleander ohne Ende, also wunderschön. Die duften auch richtig schön. Hier beginnt eine Schlucht, Kokolores oder so ähnlich. Kokolores? Ja. Ich muss mal nachschauen. Ich stehe direkt davor. Das ist die Kallikrates. Kallikrates. Nicht Sokrates und auch nicht Kokolores. So ein Mische, also so ein Mix davon. Ah, ich bin wieder gut drauf. Merkt ihr, ne? Und zwar, ich war heute schon ein bisschen da wandern, ne? Aber da war ich richtig. Sonst hätte ich die Kamera mitgenommen. Aber ich habe keine Lust mehr, Videos zu machen, wo ich mich anstrengen muss. Wo ich dann mit mir selber noch am Kämpfen bin, mit den Energien. Also mir ist aufgefallen, extrem, wenn die Sonne scheint, dann habe ich Energie. Kommt die Wolke oder eine ganze Wolkendecke vor die Sonne, dann bin ich energielos. Das ist irgendwie im Moment sehr extrem bei mir. Ich bin sehr wetterfühlig irgendwie. Dann war ja noch Neumondenergie, aber die sollte eigentlich nicht mehr so stark zu bemerken sein. Und Sonnen, wie heißt es? Sonnenlichter in Deutschland waren letzte Nacht zu sehen und in der Schweiz und Österreich sogar. Normalerweise nur oben, ne, bei den Polarkreisen da oben. Ich weiß gar nicht warum, obwohl, also ich glaube, es hat nichts mit den Polen direkt zu tun, dass das Polarlichter heißen, sondern, obwohl vielleicht, weil das da üblicher ist, allerdings sind die Sonnenwinde im Moment extrem und deshalb sind die Lichter zu sehen. Die Polarlichter, weil das elektromagnetische Stürme sind und die machen dann ja so bestimmte Farben. Ja? Also ich kann es nicht genau erklären, aber so ähnlich ist es. Ist auch egal, ne? Man muss nicht immer alles hundertprozentig wissen, aber es kommt von den Sonnenstürmen. Und die wurden sogar angekündigt vor 2-3 Tagen. Wurde sogar in meinem Telegram-Chat geteilt, also mehrmals. Also einmal reicht, aber ich habe es dann irgendwann doch mitgekriegt, weil ich nicht immer alles mitkriege. Und ja, und da kann man 1 plus 1 zählen und erkennt tatsächlich einen Zusammenhang. Und ich habe aber leider nicht so viel gespürt in der Nacht, in der letzten Nacht so. Ich war mehrmals wach, weil ich viel getrunken habe. Wasser, ne? Kein Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Als Vorbereitung quasi auf diese Energien, um die besser integrieren zu können, sollte man sowieso viel Wasser trinken, gutes Wasser, Quellwasser, ne? Und sich erden vor allem. Ja, worüber will ich heute reden? Also ich hatte ein Déjà-vu. Also das kommt sehr, sehr selten vor, also in meinem Leben. Ich habe es bisher bewusst nur jetzt ein zweites Mal wahrgenommen. Also es ist eine lustige Geschichte, kann man sagen. Ja, also lustig. Ja, es ist irgendwie komisch. Also es ist in mein Bewusstsein gekommen, ne?
dass ich jetzt ausgerechnet kommt die Wolke, ne, die Mini-Wolke da oben. Egal, ich film weiter. Dann bin ich nicht so geblendet. Oh. Der Gordi, den muss ich mal hier hinrufen. Jetzt ist der mal abwesend. Mal, der Buddy ist hier. Gordi! Guck mal, der Buddy, der ist hier, der brave Buddy. Was machst du da hinten? Da kommt der Gordi langsam angetrottet. Da kommt der Gordi. Komm mal hier. Komm mal hier. Das ist der liebe Gordi. Brauchst du keine Angst haben. Ja, also. Was ist passiert? Oder was für ein Déjà-vu hatte ich? Also jeder weiß doch, was ein Déjà-vu ist, ne? Kommt vom Französischen, schon mal gesehen, heißt das. Also bei mir war es sogar im wahrsten Sinne des Wortes schon mal gesehen. In kurzer Zeitabfolge hintereinander genau die gleiche Szene noch einmal. Wie ein Fehler quasi in der Matrix. Man nennt das auch Riss in der Matrix. Also ein Fehler oder ja, also oder ja, Rechenfehler quasi, ja, von dem Quantencomputer, der hier ja die Simulation auf dieser Erde macht. Also nicht auf der Erde, die Erde ist eine Simulation. Animation, kann man auch sagen. Und wir sind die Hauptdarsteller. Ja. Ich habe eine Frau gesehen. Ja. Jetzt würden viele aufspringen und sagen, ja, der Adel hat eine Frau. Das ist ein Zeichen. Die ist ihm zweimal begegnet und deshalb sollte er jetzt langsam in eine Beziehung. Also daran glaube ich nicht. Es sollte mir einfach dieses Déjà-vu gezeigt werden, damit ich jetzt auch mich mit diesem Thema nochmal befasse. Und zwar saß ich da am Strand, ne, also da wo ich bin, da sind kaum Menschen. Ja? Dann geht eine Frau, also es war recht auffällig, weil die hatte so einen schwarzen Hut an und ein Kleid, also so ein Strandkleid, leger, und ging dann mit einem Rucksack, hatte sie so einen Strandrucksack und eine Zelttasche. Auf jeden Fall wo war ich? Achso, da ging die so an mir vorbei. Und ich saß da wirklich so und habe nichts gemacht. Ich habe zwischendurch mal ganz kurz aufs Handy geschaut. Aber wenn die an mir vorbei, als sie an mir, ich bin schon aufgeregt, merkt ihr? Ja, es geht wieder um eine Frau. Nein, Quatsch. Es geht nicht um diese Frau. Es geht um dieses Déjà-vu, was mich total kirre macht. Und zwar ging sie an mir vorbei, so 5 Meter vor mir. Hat auch geguckt und so. Und ging weiter, von rechts nach links. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. So 5 Minuten später, genau die gleiche Szene. Also diesmal hat sie nicht geguckt, aber es war nicht identisch, ja. Aber nochmal ging sie an mir vorbei, von rechts nach links. Ja, die sah nicht so aus, als ob sie da irgendwie hin und her läuft, aus Spaß. Ja, die wieder an mir vorbei und ich so, habe ich jetzt verpasst, dass die irgendwie an mir vorbeiging, wieder von links nach rechts zurück und um dann genau wieder den gleichen Weg an mir vorbeizugehen. Also es war sehr, sehr skurril für mich. Ich habe dann gedacht, okay, wenn sie jetzt ein drittes Mal nochmal an mir vorbeigeht, dann spreche ich sie an. Also das ist dann nicht passiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da nichts verpasst, ja, dass sie an mir wieder zurückging. Es gibt sowas. Im Film Matrix wird das gezeigt mit Keanu Reeves. Ich glaube, der erste Teil. Und zwar hat er da eine Katze gesehen, die auch von rechts nach links ging, so eine schwarze Katze, glaube ich.
Ja, so ähnlich wie die Frau mit dem schwarzen Hut. Und dann, 2 Sekunden später, wieder die gleiche Situation, ging die Katze von rechts nach links. Und der so, oh, ein Déjà-vu. Und dann die anderen so, what? Okay, das ist irgendwie, da wird was jetzt gerade umprogrammiert oder so. Ne? Und dann entstehen solche Fehler. Und dann ging es dann los, ne, mit der Schießerei. Aber bei mir war keine Schießerei, keine Sorge. Also, ja, was hat das zu bedeuten? Bevor ich darauf komme, was das zu bedeuten hat, vor 7-8 Jahren, kann man sagen, kurz vor meiner Transformationsphase, kann man sagen, also vor der extremen, also wo es so richtig losging bei mir, bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, immer so 10 Kilometer da bei Köln, habe ich da noch gelebt, und auf dem Rückweg sah ich eine dunkelhäutige Frau aus Afrika oder so, also afrikanisch abstammend, schätze ich mal, die ist mir sehr aufgefallen, ne? Es gibt nicht so viele, die so aussehen, also gibt es schon, aber nicht da in dem Umkreis. Ich bin ja da jeden Tag lang gefahren, habe sie zum ersten Mal da gesehen, und die fuhr mit dem Fahrrad an mir, also entgegen, in die andere Richtung. Also wir passierten uns. Okay, dann ungefähr 2 Kilometer später, weiter, ich bin ja weitergefahren, also die hat mich nicht überholt, ja, ich war schnell, kommt wieder die schwarze, also die dunkelhäutige Frau, schwarz darf man glaube ich nicht sagen, Black Woman. Die sah allerdings anders aus, ein bisschen, also andere Klamotten, glaube ich, aber auch mit dem Fahrrad. Die hatte genau so ein Fahrrad. Also, da kann es wirklich sein, dass es eine Zwillingsschwester war, ja? Aber für mich macht das auch keinen Sinn, dass ungefähr 5 Minuten später die Zwillingsschwester da nachkommt, dass sie nicht dann zusammenfahren, ja? Und die eine nicht wenigstens auf ihre Zwillingsschwester warte. Ich würde das für meinen Bruder machen. Also, und wir sind nicht Zwillinge. Keine Ahnung. Das kam mir auch sehr skurril vor, also wirklich. Aber es kann sein, dass das eine Zwillingsschwester war. Aber die mit dem schwarzen Hut, die hatte genau die gleichen Klamotten an und auch diese Zelttasche und diesen Rucksack. Die sah identisch aus, das war die gleiche Frau. Nur 5 Minuten später nochmal die gleiche Szene. Also, wer hat von euch sowas schon mal erlebt? Also, ich hatte das in meinem Telegram-Chat gefragt und da hatte tatsächlich auch jemand sowas erlebt, wo dann eine Gruppe Männer an dem vorbeiging mit einem bestimmten Thema, das, ja, das, die ihnen aufgefallen sind, also ihm und seiner Frau. Er war nicht alleine, also seine Frau hat das auch mitgekriegt und später, so 5 Minuten später, gingen die gleichen Männer wieder an denen vorbei. Und die haben nicht bemerkt, dass die irgendwie zurückgegangen sind, ja, in der kurzen Zeit. Und das ist das Déjà-vu. So, im wahrsten Sinne des Wortes, schon mal gesehen. Es gibt aber auch Déjà-vus, wo Menschen etwas schon mal erlebt haben. Und zwar erzähle ich das gleich weiter, da kommt gerade ein Wanderer. Okay, weiter geht's. Also, wo war ich stehen geblieben? Die anderen Fälle, ne? Also das habe ich bisher noch nicht erlebt. Wenn du eine Situation erlebst und erinnerst dich daran, dass du diese Situation, genau die gleiche, identische Situation am gleichen Ort schon mal erlebt hast.
obwohl du noch nie an diesem Ort warst, du erinnerst dich an diese Szene. Okay, wie kann das sein? Oder, Moment, ich fasse das gleich zusammen. Oder manche Menschen, die träumen vorher, erinnern sich, dass sie das schon mal geträumt haben. Die erinnern sich an diesen Traum, weil sie vielleicht, manche machen Traumtagebuch, ja, und so schreiben sich das auf im Tagebuch, was sie alles träumen. Da können sie nachher kontrollieren, was sie geträumt haben. Und dann sehen sie, dass sie diese Situation schon mal im Traum hatten. Da fliegt eine Locke von mir rum. So. Dann kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen ihre Träume ja vergessen. Ja? Also ich habe auch einiges schon geträumt, aber wenn man das nicht aufschreibt, dann vergisst man es. Und daher bleibt das im Unterbewusstsein, und wenn du dann eine Szene siehst, kann es sein, dass dein Unterbewusstsein sich daran erinnert und denkt, und du denkst dann so, ja, ich habe das schon mal erlebt. Aber du hast es wahrscheinlich kurz vorher oder irgendwann mal geträumt. Also ich glaube, dass wir das in den Träumen auf jeden Fall angekündigt kriegen, manche Szenen. Manche Leute können zum Beispiel einen Unfall vorhersagen, weil sie das vorher als Vision hatten, quasi als Traum, eine Vision bekommen. Und dann sind die schon so weit, dass die nicht sich zurückerinnern, sondern sie können voraussagen. Und das ist alles das Gleiche, meiner Meinung nach. Dadurch, dass wir hier auf einem Spielfeld der Erde inkarniert sind, das simuliert ist, wie ein Programm, ein Computerspiel, kann man sagen. Interaktiv allerdings. Ist nicht alles ganz hundertprozentig festgelegt, obwohl da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir immer einen freien Willen haben. Weil diese Szenen, die verraten eigentlich, dass alles schon vorher festgelegt ist, ja, wie ein Film. Und wir schauen uns den Film oder erleben diesen Film einfach in Wirklichkeit, also in unserer Realität mit unserem Körper. Und wir haben uns diesen Film halt ausgesucht, um den dann zu erleben. Also ich kann mir das so irgendwie vorstellen, also wenn ich das mit den Déjà-vus betrachte. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Erstens, hast du schon mal ein Déjà-vu gehabt? Was für ein Déjà-vu? Und was meinst du, woher das kommt? Es ist auf jeden Fall ein Fehler in der Matrix, denn es geschieht auch bei Menschen, die epileptische Anfälle kriegen. Habe ich auch gelesen, dass zwei verschiedene Menschen haben das bestätigt, die Epilepsie angekündigt bekommen haben mit einem Déjà-vu, und dann fing dieser epileptische Anfall an. Schweres Wort. Epileptisch. Und der Buddy ist mein Bester, ne? Der Buddy, der ist so brav hier. Ja, oh, guck mal hier, hast du was? Heute ist der Gordi mal am Streunern, ne? Da kommt der Gordi. Ja, auf jeden Fall bin ich wieder raus. Ist auch egal, ne? Ich habe genug darüber geredet. Ich muss ja auch nicht so ein großes Thema draus machen. Aber es interessiert mich. Also wir leben in einer Matrix. Und diese Matrix ist von einem Computer, Quantencomputer, Megacomputer, sage ich mal, programmiert. Das kann man auch daran erkennen, dass alles fraktal aufgebaut ist. Zum Beispiel, also Fraktale sind sich wiederholende Muster, Wurzeln zum Beispiel, die gleichen auch den Ästen, ja? Oder
zum Beispiel der kleinste Stein hat die gleiche fraktale Struktur, Oberfläche, wie zum Beispiel ein Fels. Ja, wenn du diesen Sandkorn ganz nah ranzoomst, dann sieht der nachher aus wie dieser Fels von der Struktur. Das ist quasi, alles wiederholt sich, und deshalb braucht auch dieser Megacomputer dann nicht alles im kleinsten Detail zu berechnen, sondern, also nicht alles einzeln quasi zu definieren, sondern er braucht nur eine Definition, das Fraktal, eine Formel. Und dann wird das dann aufgebaut, wenn es nötig ist. Also wenn keiner sich das gerade so ansieht, ja, dann ist es auch nicht wichtig zu berechnen. Zum Beispiel, was hier im Inneren dieses Steines ist, ja, das muss nicht berechnet werden. Aber wenn ich den zerschlage, dann ist es nötig, das zu berechnen, und dann wird es berechnet. Nach einer bestimmten Formel. Oder man kann es auf alles übertragen. Ne? So, wir gehen langsam zurück. So, das war jetzt meine Déjà-vu-Erfahrung. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich sollte diese Frau nicht kennenlernen, weil ich war noch ein paar Tage an diesem Ort, und sie war nicht, ich habe sie nie wieder gesehen. Und es ist eigentlich ein Platz, wo man sich schon mehrmals wieder trifft. Also ich kannte da fast jeden, weil ich da jetzt auch eine Zeit lang war. Und deshalb ist mir die auch so aufgefallen. Ja. Also alles, was in mein Bewusstsein kommt, soll so sein. Das ist kein Zufall. Alles. Es gibt keine Zufälle. Höchstens zugefallen, ja. Es sollte mir zufallen, weil es fällig war, würde jetzt noch jemand dazu sagen. Okay, meine Freunde, ich habe meine neue Jacke angezogen, wollte ich mal präsentieren, ziehe ich eher abends an, wenn es kühler wird. Es ist recht windig hier, also ist nicht so bequem. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss noch einen Gedankengang mit euch teilen, und zwar, also hat das bestimmt schon jeder von euch gehört. Wir sind ja in einem Universum, ja? Und davon gibt es ganz viele parallele Universen, also unendlich viele Paralleluniversen. Und das kann man sich so vorstellen, das sind von unserer Realität ganz viele verschiedene Abzweigungen an Möglichkeiten. Je nachdem, wie du dich entscheidest, ne? Trennen sich die Wege, und du spielst dann eine andere Rolle in einem anderen Spiel vielleicht. Keine Ahnung, ob man das so sehen kann. So stelle ich mir das ungefähr vor.
wenn ich von Paralleluniversen höre. Und was hat das mit den Déjà-vus zu tun? Ja, je nachdem spielst du, also wechselst du die Szenen. Es ist ja ein interaktives Spiel. Ja. Und so entstehen unendlich viele Paralleluniversen. Also das ist ja einfach alles Theorie. Ne? Dann noch eine Sache zu den epileptischen Anfällen. Das ist ja so ein Kurzschluss im Gehirn. Kurzschlussreaktion vom Körper. Und unser Körper ist ja eigentlich ein Bioroboter, ein ganz moderner Roboter, ein Avatar. Ja, unsere Filme zeigen das ja schon. Ne? Wir werden halt gesteuert von unserer Seele oder unserem höheren Selbst oder wie auch immer, damit wir halt diese körperliche Erfahrung, die Seele möchte eine körperliche Erfahrung machen. Ja. Und daher, wenn es dann so eine Kurzschlussreaktion gibt, ne, das heißt dann quasi, unser Roboter hat dann einen Kurzschluss. Ja. Und dann entsteht ein Fehler und dann hängt dieses Animations- oder dieses Simulationsspiel, hängt dann. Und das ist dann ein Bug. Wenn du dann auf einmal hintereinander dann die gleiche Szene siehst oder du erinnerst dich auf einmal an etwas. Das mit dem Erinnern, glaube ich, ist eher sogar noch hat schon was mit erhöhtem Bewusstsein zu tun. Denn dann verlässt du ja diese 3D-Matrix und gehst immer mehr in die fünfte Dimension, wo du dann eine höhere Perspektive hast, eine weitere. Und dann bricht die Matrix zusammen eigentlich. Du steigst aus der Matrix, aus der 3D-Matrix. Ja. So, zu guter Letzt schauen wir uns ganz kurz diese Burg hier an. Castelfranco oder Franco Castello, wie auch immer. So sieht es von innen aus. Ja. Ohne Eintritt sieht man auch genauso viel wie mit Eintritt. Nicht so viel zu sehen. Ist eine einfache Burg, sage ich mal, von den Venezianern erbaut. Was habe ich gelesen? Ungefähr 14. Jahrhundert, Ende 14. Jahrhundert. Und war dafür da, um die Venezianer hier zu schützen, die Adligen und so weiter. Die Einheimischen fanden das nicht so toll. Die haben das spöttisch Franco Castello genannt, quasi von Franken. Aber die haben ja nichts damit zu tun, keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß es ursprünglich Burg der Heiligen Nikitas. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht kann da jemand was damit anfangen. Ich mag solche Burgen, die ist mega, sieht sehr gut erhalten aus, obwohl die ist restauriert, sieht man, ja, aber insgesamt sehr schön. Ja? Laufen wir mal hier runter, also Franco Castello ist quasi 5 Minuten von der Schlucht entfernt, hier unten sieht man den Strand mit Sonnenschirm. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Tavernen, Cafés, Apartments. Also hier kann man auf jeden Fall auch Urlaub machen. Also nichts für mich. Mein Leben ist ja Urlaub. Also wir fahren weiter und suchen uns jetzt einen Schlafplatz. Und dann, ja, ich habe gerade überlegt, hier in der Burg zu schlafen. Nee, machen wir nicht, oder? So, meine Lieben, ich sitze wieder im Camper und werde jetzt das Video hochladen. Es ist schon spät und
Ich freue mich über Kommentare, Anregungen, Erfahrungsaustausch, Inspirationen. Helft mit in diesem Rätselspiel, ja, damit wir gemeinsam aus dieser Illusion erwachen. Es hilft. Jeder kann dazu seinen Beitrag bringen. Ja. Also das war jetzt nur ein klitzekleines Beispiel von mir, aber ich glaube, dass sehr viele Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder andere, was bestimmt auch mega interessant sein kann. Gerne in die Kommentare und alles Liebe, Gottes Segen, 1000 Küsse, euer Adel der Reisende und Gordy und Buddy, der ist schon weg. Ciao.